Schüler. Heute aus den Räumen des Apia-Gymnasiums stelle ich euch vor, wie man im Lateinischen Konjunktive im Hauptsatz übersetzen kann. Zunächst einmal kommt der Hortativ, danach folgt der Jussiv und am Ende versuche ich euch noch den Optativ nahezubringen. Zum Hortativ ist zu sagen, dass der recht leicht erkennbar ist. Der kommt nämlich immer in der ersten Person Plural im Präsens vor. Und hier bei unserem Beispielsatz, der aus nur einem einzigen Wort besteht, liegt da die Form laudemus vor. Also die Grundform laudare wird dann praktisch im Konjunktiv Präsens zu laudemus umgewandelt. Und die Übersetzung ist eigentlich ganz leicht. Die übersetzt man einfach mit lasst uns loben. Zweiter Beispielsatz hier ist das Wort iamus, Grundform ire, und wird genauso übersetzt mit lasst uns gehen. Gut, dann die zweite Variante, um einen Konjunktiv im Hauptsatz zu übersetzen, ist der Jussiv. Wir kennen ja bereits den Imperativ und der Imperativ richtet sich normalerweise an die zweite Person. Also sprich, wenn wir zum Beispiel die Form lauda haben, lobe, oder laudate, lobt, so haben wir jetzt hier mit dem Jussiv die Möglichkeit, einen Befehl an die dritte Person zu richten. Der wird dann im Deutschen meistens mit soll wiedergegeben. Also hier bei unserem Beispielsatz, amicus statim veniat. Hier haben wir die dritte Person im Konjunktiv Präsens. Die Grundform venire wird hier zu veniat und die Übersetzung dann einfach mit der Freund soll sofort kommen. Das Ganze kann man natürlich auch im Plural formulieren. Hier haben wir den Beispielsatz liberi parentibus pariant und die Übersetzung einfach mit die Schüler sollen den Eltern gehorchen. Gut, der nächste besondere Konjunktiv, das ist der sogenannte Optativ. Der ist leider ein bisschen komplexer. Der lässt sich nämlich untergliedern in erfüllbare Wünsche. Die Möglichkeiten, die wir hier haben, sind zum einen, dass wir den Satz mit einem Utinam formulieren können oder einem Velim. Der Beispielsatz heißt jetzt hier mal Utinam oder eben Velim Imperator Romam bene regat. Hier der erfüllbare Wunsch der Gegenwart, der wird durchs Konjunktiv Präsens ausgedrückt und die Übersetzung im Deutschen dann einfach mit hoffentlich leitet oder regiert der Kaiser Rom gut. Die zweite Variante, einen erfüllbaren Wunsch auszudrücken, ist der Konjunktiv Perfekt. Der drückt dann eben einen erfüllbaren Wunsch der Vergangenheit aus. Wie der jetzt aussieht, sieht man bei folgendem Beispielsatz. Utinam oder eben auch wieder mit velim. Velim ist übrigens die Konjunktivpräsensform von velle. Officia prestaveris. Hier bei prestaveris liegt eben der Konjunktiv Perfekt in der zweiten Person vor. Und die Übersetzung ist dann eben wieder mit hoffentlich hast du deine Pflichten erfüllt. Das Wort hoffentlich setzt ja voraus, dass der Wunsch erfüllbar ist, denn hier ist die, oder wie soll ich sagen, hier ist das Ende von dem Satz noch nicht klar, ob der Wunsch jetzt in Erfüllung gegangen ist oder eben nicht. Jetzt hatten wir praktisch die erfüllbaren Wünsche, die durchs Konjunktiv Präsens oder durchs Konjunktiv Perfekt ausgedrückt werden. Und jetzt gibt es eben noch die unerfüllbaren Wünsche. Die drückt man in der Gegenwart aus mit einem Konjunktiv Imperfekt und in der Vergangenheit mit einem Konjunktiv Plusquamperfekt. Ich habe hier zwei Beispielsätze konstruiert. Hier haben wir wieder Utinam oder dann Velem. Also Velem ist dann die Konjunktiv Imperfektform von Velle. Imperator Romam bene regaret. Hier erkennt man, dass das Konjunktiv Imperfekt vorliegt und demzufolge ein unerfüllbarer Wunsch der Gegenwart vorliegt. Die Übersetzung würde dann so lauten, wenn der Kaiser doch Rom gut regieren würde. Oder wir können auch übersetzen,
würde der Kaiser doch Rom gut regieren. Wie gesagt, es ist jetzt ein unerfüllbarer Wunsch der Gegenwart. Und die letzte Variante, die ich euch vorstelle, ist der unerfüllbare Wunsch der Vergangenheit. Hier als Beispielsatz: Utinam oder Velem officia presta visses. Bei presta visses liegt der Konjunktiv Plusquamperfekt vor und die Übersetzung im Deutschen wäre dann: hättest du deine Pflichten doch erfüllt.